Ja, leider nur 1-1. Also wir hätten uns mehr vorgestellt. Also wir sind da hergefahren, dass wir 3 Punkte mit haben nehmen. Wir sind durch ein Eierl-Tor 1-0 in den Rückstand gekommen, haben gleich drauf ein 1-1 gemacht und dann haben wir dann verpasst, dass wir es 2-1 machen. Da hat uns noch ein bisschen Effizienz gefällt, aber es ist noch ausbaufähig. Zu meinem Tor, ja, es ist natürlich sehr schön für einen neuen Verein zum Treffen, auch wenn es schon die dritte Partie ist. Das Tor nehme ich gern mit, den einen Punkt leider auch. Schöner wäre es mit 3 Punkten gewesen, aber es fühlt sich super an. Ja, zuallererst, es war ein extrem intensives Spiel. Beide Mannschaften, denke ich, mit einem extrem hohen Niveau, bei extrem hohen Temperaturen. Niemand hat sich irgendwas geschenkt, das ist um jeden Meter gefightet worden. Ich denke, wir haben versucht, alle Umschaltsituationen, die wir defensiv gekriegt haben, wirklich so gut wie möglich zu verteidigen, haben da den einen oder anderen Big Save auf der Linie gehabt. Trotzdem riesen Kompliment an die Mannschaft, wie sie reagiert hat auf den 1-0 Rückstand. Ich denke, da haben wir danach unsere beste Phase gehabt. Da haben wir dann auch Mentalität bewiesen und gezeigt, dass wir noch einmal 2-3 Gänge aufschalten können, auch wenn wir mal in Rückstand gehen. Und alles in allem denke ich, von Spiel zu Spiel werden wir jetzt immer stärker werden und nach einem 30 Mal solche Partien dann am Ende vielleicht einmal. Ja, war ein mega intensives Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften haben viel investiert. Wir haben richtig gute Phasen gehabt, vor allem in der ersten Halbzeit zu Beginn, auch Ende der ersten Halbzeit, wo wir den Gegner wirklich in die eigene Hälfte gedrängt haben und ja, eigentlich immer sehr, sehr gut ins letzte Drittel gekommen sind. Leider haben wir uns keine richtigen zwingenden Torchancen rausgespielt, beziehungsweise die Ballaktion, die wir dann im Strafraum oder die Schüsse, die wir hatten, die waren nicht wirklich torgefährlich. Also da hat so ein bisschen der letzte Punch gefehlt. Ja, wir sind hohes Risiko gegangen, teilweise in der Restverteidigung, ja, weil wir einfach gewinnen wollten hier. Das hat man, glaube ich, der Mannschaft angemerkt. Ja, das ist hin und wieder zu Lasten dann der Restverteidigung gegangen, was dann den Amstetter den einen oder anderen Konter gegeben hat. Ja, das haben wir aber ja, dann einfach mit viel Herz und mit viel Leidenschaft auch verteidigt bekommen. Ja, und die Abschlüsse, die Amstetter hatten, haben wir zu großen Teilen auch geblockt bekommen und auch auf der Linie gerettet. Ja, ich denke, ja, dann nach einer Unaufmerksamkeit in der Defensive und dem Rückstand, dass wir dann postwendend zurückkommen, ist einfach auswärts dann wichtig. Und ja, wir haben nochmal versucht, dann auch mit den Wechseln nochmal Torgefahr zu entwickeln. Und ja, ähnliche Geschichte auch wie in der ersten Halbzeit. Wir haben noch 2 gute Situationen gehabt, wo wir aber keinen richtigen torgefährlichen Abschluss dann hinbekommen. Und dann ist unterm Strich, glaube ich, das Unentschieden auch okay.